Ja, ist echt ein absoluter Traum. Also Verfolgung ist schon immer mein Lieblingsrennen und ich habe versucht, halt von Anfang an Vollgas zu geben und einfach den Titel zu verteidigen. Es war nicht ganz einfach. Ich habe mich läuferisch halt nicht ganz so stark gefühlt und es freut mich unheimlich, dass es dann doch geklappt hat beim letzten Schießen. Ja, war schon eine gewisse Anspannung zu spüren und super cool, dass ich einfach wirklich konstant und gesund geblieben bin über das ganze Jahr. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und dadurch kann ich dann wirklich jetzt Rennen einmal alles geben. Ob ich heute Abend groß was trinken werde, glaube ich nicht, aber mit der Mannschaft kann man schon mal feiern. Ich habe mir vor dem Rennen halt mal so kurz überlegt, okay, wie viele WM-Medaillen habe ich denn eigentlich schon? Und ja, das ist ein Traum. Ich glaube, es wird nur einen Schrank geben, wo ich alle Medaillen verstauen kann.